Das Ulrichsjubiläum rückt immer stärker in den Fokus. Das Programm verdichtet sich. Denn mit dem Start der Augsburger Ulrichswoche am 3. Juli soll auch das große Festjahr beginnen. Unter dem Motto »Mit dem Ohr des Herzens« ist das Jubiläum, so die Organisatorin, viel mehr Zeichen des Aufbruchs als nur Erinnerung an einen heiligen Mann. Es steckt der Gedanke dahinter, nach der Corona-Pandemie und auch inmitten der Krisen, in denen sich die Kirche befindet, einen Gegenakzent zu setzen, aber nicht das andere zu verschweigen, das Dunkle, sondern wirklich eine Lichtgestalt hinzustellen. Und das war der heilige Ulrich. Der heilige Ulrich hat es nicht leicht gehabt, politisch nicht. Die Stadt Augsburg war auch so, dass man sie neu befestigen musste. Er hat den Dom neu aufbauen müssen und er hat vor allem die Kirche aus lebendigen Steinen, sprich die Menschen, wieder mit Leben erfüllen müssen. Und da war er unermüdlich unterwegs. Und vor diesem Hintergrund, glaube ich, ist seine Botschaft aktuell. Und diese Botschaft, die der heilige Ulrich bis heute im Gepäck hat, soll in den kommenden Monaten zu den Menschen gebracht werden. Dafür arbeiten das Bistum und die Stadt Augsburg eng zusammen. So soll es nicht nur einen kirchlichen Auftakt in das Jubiläumsjahr geben, sondern am 8. Juli auch ein buntes Fest auf dem Rathausplatz. Mit Ständen, Bühnenprogramm und einer Friedensluftballonaktion. Schließlich ist er nicht nur Patron des Bistums, sondern auch der Stadt Augsburg. Das Weltliche und das Geistliche gehört zusammen. Das ist ja das Schöne, deswegen bin ich auch so gerne katholisch. Also Körper und Geist und Seele, das muss alles beieinander sein. Und deswegen ist es gut, dass wir uns im Glauben stärken und dann aber auch miteinander diesen Glauben nach draußen tragen, miteinander feiern und bei diesem Auftaktfest auf dem Rathausplatz eben auch der Stadtgesellschaft zeigen wollen, dass Kirche lebendig ist, dass Kirche bunt ist in der heutigen Zeit, in den verschiedenen Feldern, eben nicht nur zu glauben, nicht nur Liturgie zu feiern, sondern eben diesen Glauben auch in den praktischen Dingen umzusetzen, in den vielen Bereichen, auch im sozialkaritativen Bereich etwa. Und so sind unter anderem zwei Jubiläumsausstellungen im Augsburger Diözesanmuseum geplant. Im Mai wird es ein Kinderfest im Botanischen Garten geben. Sogar eine eigene Ulrichsbriefmarke entsteht. Das Filmprojekt Uli und Du lädt ganz besonders auch junge Leute zum Mitmachen ein. Wir haben versucht, nicht nur zentrale Feiern zu machen, sondern das ganze Bistum einzuladen in dem Verein. Da ist schon ganz viel auf dem Weg, wo dann vor Ort was veranstaltet wird, wo wir aber auch einladen, zu diesen zentralen Veranstaltungen nach Augsburg zu kommen. Und etwa bei diesem Imagefilm, den wir heute auch gezeigt haben, wo man mitmachen kann, wo man die eigenen Dinge mit einbringen kann, eingeladen ist, sich da einzubringen. Es werden auch die ersten drei Plätze prämiert mit ganz tollen Preisen, einem iPhone, einer Ballonfahrt und einem Ausflug in den Europapark, also wo, denke ich, die jungen Leute dann schon auch interessiert sind. Und ich denke, alle können da mitmachen und können sich gut einbringen. 1100 Jahre Bischofsweihe und 1050 Jahre Todestag des heiligen Ulrich. Das feiern Bistum und Stadt gemeinsam ein ganzes Jahr lang. Und jeder Einzelne ist eingeladen, mitzumachen. Auf dem Laufenden hält sie dabei die Homepage ulrichsjubiläum.de.